Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es gibt endlich mal ein neues Video von mir. Wo war ich denn die ganze Zeit? Aber jetzt bin ich wieder da und habe ein ganzes Paket mitgebracht mit tollen Dingen, die ich euch zeigen möchte, die ihr zu Hause einsetzen könnt. Jetzt, wo gerade Corona überall wütet, wo man draußen sich nicht so frei bewegen kann und womit ihr als Familie fit bleiben könnt. Also eben, bleibt dran. Los geht's mit Tipp Nummer 1. Ihr Lieben, Trainingshütchen. Ganz einfache Trainingshütchen. Bei Amazon bestellt, aus Plastik, kunterbunt, 50 Stück an der Zahl. Nur hat die irgendwann mal vor Jahren schon bereits zum Nikolaus geschenkt bekommen. Da stand die bei ihm vor der Tür, neben seinem Stiefelchen. Und ich stelle sie jetzt mal hier hin, damit ihr die weiter im Bild habt. Ich zeige euch die mal. Die sind elastisch, egal wie oft er schon drumherum mit seinem Ball gedribbelt ist oder Slaloms gemacht hat und draufgekraftet ist. Die Dinger sind unkaputtbar, abwaschbar und immer wie neu. Also ihr könnt damit tolle Dinge machen zu Hause. Ihr könnt euch ein Parcours bauen, ihr könnt Slalom-Geschichten machen. Also der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Das Tolle ist, die Kinder können sich damit auch gut und lange selbst beschäftigen. Ihr Lieben, der Airball. Ein absolutes Must-Have. Wer das Ding noch nicht kennt, hört genau zu. Dieses Teil ist so cool. Das ist vor allem für die Jungs da draußen, die jetzt gerade nicht in die Fußballvereine gehen können. Der Noah hat sich so gefreut über dieses Teil. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Er spielt damit zu Hause im Wohnzimmer. Das Tolle ist, damit können keine Hochschüsse passieren. Er kann damit nirgendwo hochschießen oder mit irgendwelche Gläser abschießen oder sonst irgendwas, wie er sonst gerne mal ab und zu gemacht hat. Nein, das Ding gleitet einfach über den Boden. Also ich finde das Ding super. Das gehört auf jeden Fall auf die Liste der Must-Haves, die ihr haben müsst, jetzt vor allem bei dieser nervigen Zeit. Und wenn mal das Wetter schlecht ist, ist das eine super Sache. So, weiter geht's. Das hier, Lieben, das ist kein Fächer, das ist eine Trainingsleiter. Ganz genau, ihr habt richtig gehört. Genau wie bei den Fußballprofispielern oder anderen super Hochleistungssportlern. Eine Trainingsleiter, die ist so einfach verstaut, wiegt nichts, nimmt keinen Platz weg. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Bilder, wie wir diese Trainingsleiter einbauen. Die ist bei uns seit Jahren immer in Gebrauch. Also dieses Ding ist so cool. Eine Trainingsleiter gerade in diesen Zeiten ist ein absolutes Must-Have. Ihr könnt das mitnehmen in den Park, wenn ihr keinen Garten habt. Ihr könnt es zu Hause im Wohnzimmer aufstellen. Die Kinder können sich damit super beschäftigen. Auch ihr Erwachsenen bleibt dabei total fit. Nehmt euch den Ball oder andere Gegenstände und dann könnt ihr da richtig coole Übungen mitmachen. Also ich liebe diese Trainingsleiter und die wird auf jeden Fall auch verlinkt. So meine Schnuckels, schaut mal, ich habe hier jede Menge Gewichtsmanschetten. Meine Gewichtsmanschetten, die ich bereits seit Jahren benutze und die ich gerade noch mehr zu schätzen weiß. Also ich werde euch die Teile auf jeden Fall auch verlinken. Hier zum Beispiel ein ganz tolles Teil, ja, da steckt ihr einfach die Finger rein und der Daumen durch und dann habt ihr ein tolles Gewicht, womit ihr auch zu Hause trainieren könnt, ohne dass ihr jetzt nervige Hanteln zum Beispiel da noch irgendwo rumfliegen habt, gerade wenn ihr kleine Kinder habt. Diese Gewichtsmanschetten, die trage ich meistens um meine Sprunggelenke herum. Ich habe euch da mal was eingeblendet. Und wenn ich mit meiner Freundin telefoniere, dann habe ich diese Gewichtsmanschetten an, laufe damit durch die Bude, räume auf, ich sauge die Bude mit den Gewichtsmanschetten und so bin ich halt immer irgendwie in einem kleinen Training. Oft gibt es diese Dinge ja auch im Set. Ich werde sie euch auf jeden Fall verlinken. Das sind jetzt 1 Kilo Hanteln. Auch eine sehr, sehr schöne Sache, weil ihr könnt damit permanent in Bewegung bleiben und coole Übungen machen. So, meine Lieben, jetzt war der Akku gerade leer. Wie nervig ist das denn? So, jedenfalls habe ich diese Gewichtsmanschetten in etlichen Farben und die benutze ich schon seit Jahren. Und ich liebe diese Gewichtsmanschetten. Ich liebe die. Ihr Lieben, Tipp Nummer 5, das ist hier der Bose Ball. Da saß ich gerade die ganze Zeit drauf. Dieses Teil ersetzt wirklich fast ein gesamtes Fitnessstudio. Gerade jetzt, wo die Fitnessstudios geschlossen haben, holt es euch nach Hause mit dem Bose Ball. Ich verlinke euch hier nochmal ein tolles Video, was ich mal für euch online gestellt habe, abgedreht habe mit dem Bose Ball. Und dann könnt ihr mit der gesamten Familie wirklich tolle Übungen machen, in Bewegung bleiben, fit bleiben. Vor allem auch mental bleibt ihr fit durch die Bewegung. Ihr habt den Bose Ball, ihr habt dann die Gewichtsmanschetten, die gibt es in verschiedenen Farben auf Amazon. Dann gibt es natürlich noch die Fitnesshütchen, baut euch ein Parcours auf. Und für die Jungs, die gerade nicht zum Fußballverein können, gibt es natürlich auch
den Airball und nicht zu vergessen die coole Trainingsleiter. Alles Teile, die ich euch verlinkt habe. Und an dieser Stelle wünsche ich euch alles, alles Gute. Hat euch das Video gefallen? Lasst mir einen Daumen hoch da und ihr wisst schon, wo immer ihr auch gerade seid, passt gut auf euch auf. Tschüss, eure Linda. Bis bald.